Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Mein Name ist Michael Neidebuch vom The Self-Made Channel und Andreas. in dieser heutigen Episode sprechen wir über das Thema BNB und Stablecoins, also BUSD, einfach, effizient und risikoarm langfristig vermehren. Wir haben in den letzten Tagen extrem viel Feedback bekommen. Vielen Menschen hat es interessiert und deswegen haben wir uns dafür entschieden, ein Schritt-für-Schritt-Tutorial rauszubringen. Deshalb bleibt bis zum Schluss dran, denn wir verlosen heute auch BNB-Tokens. Deswegen würde ich vorschlagen, lass uns eintauchen. In der letzten Episode haben wir verschiedene Lending- und Borrowing-Plattformen vorgestellt. Eines darunter war auch die Plattform Jim Network. Wenn ich jetzt weiter runter scrolle, sehen wir hier die vielen verschiedenen Vaults, die Gymnet verfügt. Erst einmal BNB und BUSD Vault. Diese zwei Vaults, die wir hier sehen, einmal die BNB Vault und einmal BUSD Vault, die stehen in Verbindung mit der Alpaca Finance Plattform. Alpaca Finance haben wir auch im letzten Video auch schon erwähnt und dir etwas näher gebracht. Aber heute geht es um das Vermehren von BUSD und von BNB. Also wir zeigen dir hier Schritt für Schritt in diesem Tutorial, wenn du natürlich dranbleibst, wie du deine BNBs bzw. BUSD langfristig vermehrst. Genau, wie schon am Anfang erwähnt, geht es heute ums Lending und Borrowing. Ich denke, viele von euch nutzen diesen Service eventuell. Einige wissen gar nicht, was es so richtig ist oder wie man das auch richtig nutzen kann. Wir konzentrieren uns heute auf die Smart Chain, auf die Binance Chain. Es gibt noch andere Chains. Atlantis Loans unterstützt auch mehrere Multi-Chains, unter anderem Polygon, Avalanche. Und so weiter. Als erstes Beispiel hier Atlantis Loans. Das Interessante bei diesen Plattformen ist, dass ihr Single Assets wie BTCB, Ethereum, BUSD und so weiter hier reinpacken könnt. Die werden in einen Kontrakt gepackt und andere können sich dann Geld leihen. Also es ist wie Geld verleihen über einen digitalen Kontrakt. Was ihr auch machen könnt selber, ist euch Geld leihen. Dafür müsst ihr aber immer eine Kollateral bereitstellen. Wie das funktioniert, zeigen wir euch später auf der zweiten Plattform, die wir euch zeigen, die ist Venus. Was ich euch aus dem realen Leben mal erzählen möchte, sind so zwei, drei Beispiele, wofür man das nutzen kann. Erstes Beispiel ist, ich hatte jemanden in meinem Bekanntenkreis, der besitzt Bitcoin und wollte dann oder musste dann notgedrungen Geld rausziehen. Normalerweise hat er dann immer Bitcoins verkaufen müssen. Ja, also ist auf den Exchange gegangen, hat es verkauft und hat sich das auf sein Konto überwiesen. Durch diese Lending-Plattform besteht aber die Möglichkeit, seine Bitcoin eben nicht verkaufen zu müssen oder seine Ethereum, also Bitcoin ist jetzt bloß ein Beispiel, sondern man packt beispielsweise, also in dem Beispiel waren es 5.000 US-Dollar in Bitcoin, die er reingepackt hat und hat sich dann die 3.000 Dollar geliehen, die er brauchte für einen persönlichen Notfall, musste daraufhin nicht seine Bitcoin verkaufen und konnte seine Rechnung bezahlen. Hierbei ist es so, dass es nie einen Endpunkt gibt, bis wann ich es zurückzahlen muss, also der typische Kredit, den man so aus dem Bankenwesen kennt, sondern man kann das zurückzahlen, wann man möchte. Es gibt nur eine wichtige Besonderheit, und zwar gibt es eine Liquidationsgrenze, die bestimmte Prozentzahlen ausmacht. Also das Risiko auf diesen Plattformen ist doch da. Beispielsweise, man packt jetzt den Wert von 5.000 Dollar Bitcoin rein, man leiht sich 3.000 Dollar in BUSD und der Bitcoin fällt extrem. Das heißt, meine Sicherheit, die ich habe, ist ausreichend. Wenn aber Bitcoin jetzt ja, auf 4.000 Dollar in dem Fall fallen würde, dann wäre meine Sicherheit nicht hoch genug. Das heißt, meine Position würde liquidiert werden. Das heißt, ich habe dann nur noch meine 3.000 Dollar, die ich mir rausgenommen habe, und meine anderen Assets wurden liquidiert, weil eben meine Sicherheit nicht ausreicht. Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, um DeFi und dezentrales Banking, also Be Your Own Bank, sei deine eigene Bank, ein super Tool, mit dem man sehr viele Möglichkeiten hat. Das war so das Beispiel Nummer eins. Beispiel Nummer zwei ist zum Beispiel, es gibt ja so Leute, die lieben ihre Bitcoin und wollen auch nie diese verkaufen müssen, wollen aber auch partizipieren an den Altcoin-Märkten. Das heißt, ich kann hier, natürlich sind wir hier auf der Binance Smart Chain, ich muss meine Bitcoin wrappen über Binance oder andere Plattformen. Das heißt, ich wrappe meine Bitcoin zu BTCB. Diese sind gebackt bei realen Bitcoins und ich kriege dann einen Token, einen ERC-20-Token, BEP-20-Token auf der Binance Smart Chain und kann mit dem dann hier arbeiten.
Beispiel, ich packe hier meine Bitcoin rein. Wir sehen jetzt auf der Plattform, hier haben wir jetzt Venus als Beispiel, ist so die zweite, die wir euch vorstellen. Wir haben uns entschieden, diese zu nutzen, weil sie mit Abstand die größte Plattform ist, die diesen Service anbietet. Atlantis Loans ist auch groß, hat auch mehr Chains zur Verfügung, aber Venus ist die größte. Wenn wir jetzt hier gucken unter Bitcoin, dann kann ich hier Bitcoin reinpacken, BTCB. Gehen wir mal nach unten auf der linken Seite bei Supply Markets. Wo haben wir Bitcoin? BTCB erhalte ich 1,02%. In dem Fall hier verdiene ich Satoshis und ich bekomme den hauseigenen Token obendrauf. Also ich bekomme 0,43 in Bitcoin, also ich farme quasi Satoshis. Und ich bekomme den hauseigenen Token, den ich in dem Fall ja auch wieder verkaufen kann gegen Bitcoin, wenn ich das möchte. Jetzt packe ich die da rein und dann habe ich aber die Möglichkeit auf der anderen Seite, mir gegen meine Assets, die ich gestellt habe, hier mir andere Tokens gegenzuleihen. Das ist egal, ich muss das nicht in Bitcoin machen, ich kann auch Ripple. Ich kann mir BUSD, also diverse Stablecoins leihen, BNB, Ethereum. Ihr seht die ganze Liste, es ist sehr viel. Da kann sich jeder aussuchen, was er möchte. Diese Möglichkeit für BTC-Fans oder Ethereum-Fans trotzdem in den Altcoin-Markt reinzugehen, ohne seine Bitcoin verkaufen zu müssen, sondern man hat sie, man muss seine Schulden in dem Fall, wenn man sich was geliehen hat, in Form von, sagen wir mal, Litecoin zurückzahlen und hat dann alles wieder verfügbar und kann seine Bitcoin wieder auszahlen. Das dritte Beispiel ist zum Beispiel, wenn jemand auf PancakeSwap oder anderen Plattformen unterwegs ist und sieht ein interessantes Projekt. Beispielsweise, er hat Bitcoin oder er hat BNB und möchte in einen IPO oder ICO einzahlen, möchte aber dafür seine BNB nicht verkaufen, sondern er sagt, okay, ich stelle meine BNB da rein oder meine Stablecoins und leihe mir BNB, damit ich an diesem IPO oder ICO dran teilnehmen kann. Dafür muss er jetzt nicht seine BNB swappen in Stablecoins. Nein, er packt seine BNB rein und leiht sich dafür BUSD, damit er an dem IPO, ICO partizipieren kann, bekommt dann später seine Token, verkauft die oder macht auch was immer. Das heißt, ich bin hier im Prinzip in der Situation, dass ich meine eigene Plattform habe, wo ich mir Geld leihen, verleihen kann, ohne KYC, dezentral. Das heißt, das ist für mich eigentlich ein Tool, was im DeFi so mich zur eigenen Bank macht. Ich bin selber flexibel, muss natürlich auch darauf achten, dass ich nicht liquidiert werde. Und das zeigen wir euch jetzt auf Venus an einem Beispiel. Andi, erstmal danke für deine super Erklärung. Also es ist auch extrem wichtig zu verstehen, hey, warum gibt es eigentlich diese Lending- und Borrowing-Plattform? Das habe ich vor ein paar Monaten auch noch nicht so richtig verstanden gehabt. Aber jetzt dachte ich mir, okay, Andi, wie du schon vorher sagtest, jemand hat für seine Zähne oder egal, ob es jetzt eine Autoreparatur Genau. ist, seine ganzen BNBs oder seine ganzen Bitcoins ausgegeben und dann hat er auf einmal keine Bitcoins mehr gehabt. So, und auf dieser Plattform zeigen wir dir jetzt eine Schritt-für-Schritt-Tutorial, eine Anleitung, wie du deine BNBs oder auch andere Altcoins oder auch Bitcoins hinterlegst und dir dann diese ausleihst. Was sehr interessant und sehr wichtig zu verstehen ist, sobald man hier einmal die Altcoins oder auch BTC dann hier einmal hinterlegt, muss man diesen einen, ja, dieses eine Fensterchen hier anklicken, damit die Kollateral auch aktiviert wird. Wir sehen hier, wir haben 2,65 BNBs erstmal als Supply mal hinterlegt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, verschiedene Assets auf der rechten Seite im Borrowing Market, dann können wir sie auswählen, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, in diesem Beispiel zeigen wir dir, wie wir mit nur zwei, drei Klicks uns BUSD, also den Stablecoin von Binance, ausleihen. Wir klicken einmal drauf. Somit sehen wir hier einmal Borrow. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, uns bis zu 658 Dollar, also können wir insgesamt ausleihen, würden wir dir aber nicht empfehlen, weil wir ansonsten, ja, oder ansonsten das Risiko Genau. besteht, dass eine Liquidierung stattfindet, wenn die Preise dann eben extrem fluktuieren, weil der Markt, der Kryptomarkt ist extrem volatil. Also wenn der Preis 20, 30% dann sinkt vom BNB, dann ist das Risiko sehr hoch, dass man liquidiert wird. Nicht richtig, Andi? Also vielleicht kurz ein Beispiel. Sagen wir mal, es gibt ja den einen oder anderen, der
packt jetzt da einen Stablecoin rein, sagen wir mal 1000 US-Dollar und leiht sich dagegen jetzt BNB im Wert von 500 Dollar. Jetzt passiert aber das Folgende: BNB geht total ab mit dem Preis. Das heißt, der Dollarwert wird sich erhöhen und deine Kollateral reicht nicht mehr aus. Klar, du hast deine BNB, aber könntest deine 1000 BUSD oder DAI in dem Fall verlieren, weil du über diese 80% gehst. Das gleiche auch in die andere Richtung. Du stellst BNB zur Verfügung, wie wir es jetzt in dem Fall machen, und du leihst dir BUSD. BUSD ist ja ein Stablecoin, ist halt als Dollarbindung. Und jetzt fällt der Kryptomarkt, was wir auch schon erlebt haben, also 15% in 24 Stunden, gar kein Problem. Dann erhöht sich natürlich deine Kollateralgrenze, weil der Wert deiner zur Verfügung gestellten BNB fällt natürlich im Dollar. Deine geliehenen BUSD bleiben gleich. Das heißt, du musst dann entweder nachschießen oder du bist schon zu spät und du bist liquidiert. Aus meiner Erfahrung raus, als Empfehlung 40, 50% und behaltet auch die Coins, die ihr geliehen habt, über CoinMarketCap oder anderen Seiten so ein bisschen im Blickfeld, je nachdem, wie hoch der Wert ist natürlich, weil man kann dort auch sehr schnell liquidiert werden. Das war ein Riesenthema bei Luna, weil da natürlich ganz viele auch Luna zur Verfügung gestellt haben und haben sich BUSD geliehen und dann bum, bum, bum innerhalb von 24 Stunden liquidiert. Das kann passieren bei solchen Plattformen. Das macht keiner, der da draufklickt und guckt jetzt hier 80%. Nein, das sind die Kontrakte, die so eingestellt werden. Die Preisfeeds kommen über Chainlink, über Oracle. Das heißt, es gibt die Preise aus dem Netzwerk. Und wenn da mal ein extremer Sturz passiert, dann passt sich das natürlich auch dementsprechend an. Das ist richtig. Andi, deshalb würde ich sagen, wir nehmen jetzt mal 400 BUSD, also 400 Dollar in Genau, da dem sind wir jetzt Fall. bei 60. Also man sieht das da, Borrow 65 Limit Prozent, Used ja. von 0 auf 60. Das ist natürlich sehr dicht dran. Man sieht da diesen roten Strich. Ich würde jetzt 400 nicht empfehlen, obwohl ich sagen muss, bei einem Asset wie BNB, was ja relativ stabil ist, gibt natürlich auch andere Coins, die deutlich volatiler sind, kann man das schon mal machen. Aber man sollte die 80%, das ist die Liquidationsgrenze, immer im Auge behalten. Man kann aber auch im Nachgang sagen, okay, wir haben jetzt 2,5 BNB drin, und ich schieße jetzt einen halben BNB nach, dann geht es natürlich runter. Umso mehr ich hinzufüge oder ich kann mir mehr leihen, weil meine BNB, sagen wir mal, von 300 Dollar auf 400 Dollar gehen, dann ist natürlich auch mein Limit, was ich, geht natürlich nach unten, weil der Wert höher ist, ja. Und es Richtig, also balanced man kann sich immer jede nachschießen Sekunde. Also man kann auf dann. der Plattform sein und gucken und dann sieht man immer da ein Dollar hoch, runter. Das ist die ganze Zeit aktiv. Richtig. Und dann sehen wir auch hier die Borrow-API, also das, was wir dann ausleihen, haben wir dann ein jährliches Zinsum von Zinsen. 2,69%. Wir bekommen dann diesen einen hauseigenen Token, diesen Venus-Token. Da beträgt unsere APY 1,11% im Genau, also Jahr. es gleicht sich ein bisschen aus. Das können wir gleich nochmal sehen. Also dadurch, dass wir BNB reingepackt haben, das muss ich natürlich nicht gratis machen. Also ich kriege auch für den BNB, den ich reingepackt habe, kriege ich, sagen wir mal, einen Zinssatz von 1,7%. Jetzt ist Ja. es so, wenn ich mir BNB leihe oder in dem Fall BUSD, muss ich 2,96% Zinsen zahlen. Das heißt, meine BUSD da drin werden immer mehr, also das, was ich zurückzahlen muss. Auf der anderen Seite, die BNB, die ich reingepackt habe, werden auch immer mehr. Also ich verdiene dabei. Zusätzlich verdiene ich von der Plattform den hauseigenen Venus-Token. Den kriege ich hier, wenn ich mir was leihe oder wenn ich Kollateral reinstelle, immer noch obendrauf. Da ist jedem selbst überlassen, ob er den behalten möchte, ob er den auf der Plattform nochmal ein Staking packt, um ihn zu vermehren, ob er sich jetzt da BUSD kauft, jedem selbst überlassen. Und darum Genau. sehe ich auch unten weiter Daily Earnings. Da sind wir jetzt gerade, weil wir haben ja noch nichts geliehen, das machen wir ja jetzt. Wir würden jetzt täglich auf unsere 2,5 oder 2,6 BNB waren es 4 Cent verdienen. Wenn wir jetzt uns dagegen was leihen, sind wir bei 0,01 pro Tag. Das heißt, obwohl ich mir Geld leihe, verdiene ich noch Geld. Eigentlich völlig krank. Ja, perfekt, Andi. Und da würde ich sagen, wir leihen uns jetzt erstmal die 400 BUSD aus, also die 400 Dollar, gehen dann anschließend auf Gem Network und werden dann dir zeigen, wie wir unsere BUSD vermehren. Viele Menschen fragen sich, hey, das ist voll durchgedreht oder das ist voll abgespaced. Nein, das ist es nicht, weil wir werden dir gleich in den nächsten Sekunden zeigen, wie das funktioniert. Deshalb, ich klicke mal auf Borrow
Wie ihr sehen könnt, da schaltet sich schon MetaMask ein. Die smarten, also die Kontrakte reagieren schon. Da klicken wir einmal auf Confirm und wir werden dann in den nächsten Sekunden unsere 400 BUSD auf unserem MetaMask-Konto haben. Hoffentlich. So, your borrow was successful. Wir sehen hier 400 BUSD. Schauen wir mal gleich, ob Im die überhaupt MetaMask. dort drauf gelandet sind. So, wie ihr sehen könnt, 401 BUSD. Ich hatte 1,5 BUSD drauf auf meinem MetaMask. Das heißt, 400 BUSD sind drauf. Perfekt. Und wir gehen jetzt mal auf Gem Network und wir zeigen dir mal, wie wir unsere BUSDs vermehren. So, wie wir hier sehen können, sind wir auf der Gem Network Plattform. Wir haben dir ja schon vorher kurz mal erklärt gehabt, wie das Ganze funktioniert. Also, Gemnet ist verbunden mit der Alpaca Finance Plattform. Ihr könnt da mal draufklicken und das ist so eine ähnliche Plattform wie Venus, also auch ein Aggregator, kann man Kryptowährungen verleihen und ausleihen. Okay? So, dann sehen wir hier die zwei Vaults. Also das sind hier die stabilsten, weil wir hier unsere BNBs, aber auch unsere BUSD hinterlegen können in diesem Smart Contract, also in dem intelligenten Kontrakt. Und wir verdienen hier oben drauf Gemnet Rewards. Also wie ihr sehen könnt, ich habe schon 600 BUSD drin. Wir setzen nochmal 400 drauf, dann werden es insgesamt 1000. Was das Interessante ist auf dieser Gemnet-Plattform ist, dass wir hier unsere BUSD hinterlegen, verdienen somit einen Reward von Gemnet. Diese können wir uns dann später auszahlen, können sie dann wieder umwandeln in BUSD und zahlen dann unsere Zinsen, die wir hier generiert haben auf der Venus-Plattform, wieder zurück. Ja? Weil wir sehen hier müssen wir 1,58% oder wie viel sind es nochmal? 2,69, entschuldige, 2,69% jährlich zurückbezahlen. Ja? Wir haben aber hier kein Limit, Andi. Ne? Es gibt hier kein, sagen wir mal, Repay-Limit. Also nicht in ein, zwei Jahren. Ihr könnt euch auch 10 Jahre dann Zeit lassen. Aber können wir zum Beispiel sagen, hey, wenn wir diese BUSD wieder haben, also Gemnet Rewards, umwandeln in BUSD. Und dann bezahlen wir hier wieder schlussendlich unsere Zinsen zurück, also die generierten Zinsen. Okay, perfekt. So, jetzt zahlen wir, oder jetzt klicken wir mal auf Deposit. Wir werden jetzt diese 400 BUSD einzahlen auf der Gemnet-Plattform. Ja? Wir klicken einmal auf Deposit. Wir sehen hier 401. Ich klicke mal hier halt beispielsweise 400 rein. Klicke somit mal auf Deposit. So, jetzt öffnet sich das Fensterchen von MetaMask. Wir müssen diesen einen intelligenten Kontrakt erstmal erlauben, dass er darauf zugreifen kann, auf unser MetaMask und auf diesen intelligenten Kontrakt. Jetzt warten wir, dass die Transaktion sich bestätigt. So, jetzt kommt die zweite Transaktion. Diese bestätigen wir nochmal. Das sind 0,011 BNB. Das sind circa 3,3 Dollar. Wir klicken einmal auf Confirm. Und in den nächsten Sekunden werden wir dann hier insgesamt 1000 BUSD haben. So, meine Lieben, wie wir hier sehen können, sind die 1000 Dollar hier insgesamt da im Deposit. Wir sehen hier auf der rechten Seite unsere täglichen Rewards liegen bei 1,70 Dollar. Das heißt, 15,44 Gemnets verdienen wir hier. Unsere monatlichen Rewards liegen aktuell bei 51 Dollar und 15 Cent. Also die APR beträgt 60,5%, entschuldige. Und das ist ja das Interessante dabei. Das heißt, wir müssen praktisch drei, sagen wir mal, überschlagsmäßig 3% zurückzahlen im Jahr auf unser BUSD. Und wir verdienen aber aktuell 60%. Das heißt, das ist ein Plusgeschäft. Also wir können hier somit unsere BUSD langfristig vermehren. Genau, also das, was wir jetzt gemacht haben, ist ja eine ganz simple Sache. Als gilt als Beispiel, wir haben BNB. Diese BNB wollen wir behalten. Wir wollen aber an einem Vault oder einer Aktivität teilnehmen. Beispiele hatte ich ja vorhin schon genannt. In dem Fall haben wir jetzt uns 400 BUSD geliehen, sind in einen Stablecoin Single Asset Vault, also wo ich nur ein, also kein Pool oder sonstiges, sondern wo ich wirklich auch meine 400 BUSD halte und darauf was bekomme. Wir verdienen auf Venus am Tag 1 Cent jetzt. Wow, das ist im Prinzip nichts. Kommt natürlich immer auf den Betrag an. Plus das hier aktuell sehen wir Daily Rewards sind wir bei 15,44, 1,70. Das heißt, wir sind bei 1,71 täglich. Natürlich kann das schwanken auf 1,50 und so weiter. Das heißt, wir haben ungefähr nach 250 Tagen unsere Schulden zurückbezahlt, haben dann aber unsere 400 zurückgezahlt, haben aber 400 Dollar Gewinn gemacht und haben unsere BNB noch. Und das, also
Wir haben im Prinzip aus unserem BNB, die wir jetzt nur haben, haben wir dann zusätzlich 400 BUSD verdient in 250 Tagen. Sind vielleicht auch 280, kann natürlich schwanken, können auch nur 150 sein, je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt. Der Vorteil hier ist, wir mussten unsere BNB nicht verkaufen. Das kann man natürlich auch mit anderen Assets machen. Man kann jetzt auch Bitcoin einzahlen und sagen, ich möchte Stablecoin haben oder ich möchte BNB haben. Als Empfehlung nochmal ganz wichtig, 40, 50%. Überschreitet das nicht, passt darauf auf, dass das wirklich nicht liquidiert wird, weil das wäre natürlich ein bisschen doof, ein bisschen schade. Ihr könnt das Tool nutzen für eigene Anschaffung oder für eine Notsituation oder die Frau hat Geburtstag, da gibt es ja verschiedene Varianten. Auf alle Fälle kann man mit diesem Tool coole Sachen machen. Was der eigene draus macht, ist seine Sache, aber es ist ein immenser Hebel bei den Sachen, weil ich auf mein geliehenes Kapital, das, was ich da verleihe, verdiene bei Venus und gehe da weiter im nächsten Schritt und verdiene wieder. Und wir werden das Teil noch ein bisschen weiter spielen. Da wird es noch ein weiteres Video geben, was wir dann mit den Rewards machen, weil wir wollen das noch weiter ausbauen. Also quasi wie ein Kreislauf, dass ich meine Sachen zurückzahle. Es wird da wahrscheinlich noch eine dritte Plattform dazukommen, um dann euch zu zeigen, was ist denn eigentlich aus unseren 2,5, 2,6 BNB geworden und wie funktioniert das Ganze, wie machen wir das und schauen dann uns einfach regelmäßig an, wie sind die Stats dabei. Das werden wir euch mal zeigen an unserem Crypto Friday, wo wir immer dabei sind, jeden Freitag auf unserem YouTube-Kanal und zwischendurch auch ein Update, wenn wir da irgendwas machen. Vielleicht werden wir liquidiert. Jetzt wollen wir ganz transparent zeigen, wie das funktioniert. Was machen die Rewards? Auf alle Fälle hoffe ich, es war langsam genug. Es haben ein paar gesagt, wir müssen das ein bisschen detaillierter zeigen. Das haben wir hier gemacht. Solltet ihr Fragen haben, kommt in unsere Telegram-Gruppe oder schreibt unter dem Video. Wir sind bereit, euch da gerne Tipps und Tricks und auch zu helfen. Denkt dran, es ist keine Finanzberatung. Es ist für euch ein Schritt mehr in DeFi rein, nicht nur ein Vault zu machen oder nicht nur ein Pool. Nein, dieses Tool Borrow and Lending auch zu eurem Vorteil oder zu eurem Nachteil zu nutzen, wenn ihr nicht aufpasst. So, meine Lieben, das war es jetzt mal von uns. Wir machen weiter mit dem Gewinnspiel, wie versprochen. Wir hatten ja in der letzten Episode Crypto Lending Plattform im Test 0,1 BNBs ausgelost. Wir werden mal sehen, wer heute der glückliche oder die glückliche Gewinnerin ist. So, das sind 11 Kommentare. Vielen lieben Dank für euren Support. Ich klicke mal auf Start. Wir werden mal sehen, wer heute die 0,1 BNB gewonnen hat. Pampi, herzlichen Glückwunsch. Du hast die 0,1 BNBs gewonnen. Mach was draus, mein Lieber. Und wie versprochen, verlosen wir einen Gym-Spot. Wir verlosen insgesamt 0,1 BNB. Was ist zu tun? Like diesen Stream, kommentiere mit, ich möchte einen freien Gym-Spot erhalten, folge mir auf YouTube und füge deine BNB-Adresse hinzu, damit wir dir die 0,1 BNBs zusenden können. So, meine Lieben, das war's von uns. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch oder gib uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Channel und aktiviere die Glocke. Unsere Frage an dich ist, was ist eigentlich deine Lieblingsplattform? Welche Plattform nutzt du? Vielleicht gibt es ja noch interessante Plattformen, die wir noch nicht unter die Lupe genommen haben. Schreib es gerne unten im Kommentarfeld rein. Außerdem verlosen wir auch noch die 0,1 BNBs. Ja, kommentier ganz einfach. Komm in unsere Telegram-Gruppe rein. Wir haben auch noch einen Excel-Cheat-Sheet etc. Also wenn du in unsere Telegram-Gruppe reinkommst, dann wirst du auch von uns betreut, von uns persönlich. Und Freitag ist Crypto Friday Stream, wie immer um 21 Uhr. Ansonsten war es das von unserer Seite aus. Wir machen dann weiter mit Teil 3 nächste Woche höchstwahrscheinlich mit den nächsten Plattformen. Dann zeigen wir dir auch unsere Ergebnisse und ja, die nächsten Strategien. Bis dahin, wir wünschen dir alles Liebe, alles Gute, Michael Network vom The Self-Made Channel und Andreas, ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. bis Ciao. dahin. Ciao, ciao.